So, hallo. Ich hatte dir ja irgendwann mal versprochen, ein paar Personenzüge zu zeigen. Ach nee, das waren die verschiedenen Doppelstockzüge der Reichsbahn in den verschiedenen Versionen und so weiter. Wollte ich ja mal hin und her fahren lassen. Also machen wir das mal. Also wir sind hier in Großweida, ein sächsischer Fantasiebahnhof. So gedanklich gelegen zwischen Dresden und Leipzig. Naja, hohes Verkehrsaufkommen, internationale Schnellzüge bis hin zu Nebenbahnbetrieb. So, jetzt machen wir mal einen wackeligen Rückschwenker auf das Bahngelände. Ja, ich muss das mal alles mit der Handkamera machen. Ich weiß, nichts ist schlimmer als Wackelbilder auf einer Modellbahnanlage. Ach, hier sehen wir übrigens den ersten Personenzug auf der Karl-Marx-Städter Linie. Kommt hier an auf dem Hausbahnsteig 1. Gezogen von einer alten 56er Tender voran. Die Lok hat in den 70er Jahren eigentlich keine Bedeutung mehr, aber wie man sieht, braucht wird sie immer noch. So, ich muss jetzt erstmal ein paar Güterzüge in den Schattenbahnhof fahren, um ein bisschen Platz zu schaffen. Ich dachte, ich fahre die hier einfach mal an der Kamera vorbei. Ja, hier übrigens die 501812, eine Altbau-Lok vom BB Falkenberg. Ja, sie hat einen Ganzzug ausgedeckten Güterwagen hier am Haken, den sie von Beskowitz nach Rochlitz Güterbahnhof fährt. Eine bekannte Strecke damals. Ach, hier sehen wir übrigens den Wendel vom Schattenbahnhof hinauf in die normale Ebene. Man sieht, für die 6 bis 8 cm hat der Zug ganz schön zu ackern. Und der Zug hängt plötzlich wie Blei am Haken. Und da ist doch die Zugkraft der Lok sehr wichtig. Naja, für die 50 ist es hier kein Problem, aber andere Lokomotiven, da sieht man schon die Motorisierung. Ja, alles noch ein bisschen Baustelle da hinten. Aber demnächst wird dieser Einblick da nicht mehr zu sehen sein. Ja, die Falkenberger Lok durchfährt hier den Bahnhof Großweida. Sie hat übrigens noch ihre alten Original-Wagner-Windleitbleche. Auch noch den Altbaukessel mit dem Röhrenvorwärmer. Einige Lokomotiven gingen eben am Rekonstruktionsprogramm vorbei. Oh, die 5531-09 verlässt hier Kohlebansen 8 und macht sich bereit für einen Bedarfsgüterzug. Ja, sie ist eigentlich mehr ein Relikt aus den vergangenen Jahrzehnten. Aber Anfang der 70er Jahre ist sie noch nicht ganz entbehrlich. Dank ihrer hohen Zugkraft und der geringen Achsmasse schleppt sie noch immer die schweren Güterzüge die engen und steilen Nebenstrecken hinauf. Kann auch die Nebenstrecken mit leichtem Oberbau, die nur für 16 Megapoint zugelassen sind, befahren. Auf der Hauptstrecke jedoch ist sie nicht so gern gesehen. Durch ihre Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h liegt sie doch beträchtlich lange zwischen den Blockabschnitten und behindert zusehends den immer schneller werdenden Fernverkehr. Jedoch kann die Lok von der Hauptbahn direkt auf die Nebenbahngleise überwechseln. Wie das hier mal so zu sehen ist. Na gut, normalerweise steht so ein Zug erstmal 1 bis 2 Stunden rum, bis die Strecke frei ist. Aber heute mal fürs Fernsehen hat der Zug freie Durchfahrt. Ja, in der Nebenbahn sind die Geschwindigkeiten nicht so gefragt, sondern mehr die Zugkraft. Und da ist die Lok einfach mal gut.
Und da nicht zu erwarten ist, dass in absehbarer Zeit solche Transportaufgaben von einer Diesel 110er übernommen werden, sind diese Loks nach wie vor unentbehrlich. Ja, hier zum Beispiel die 83 ist auch so eine Lok für den unpopuläreren Arbeitsdienst jenseits der Hauptstrecken. Übrigens eine Neuentwicklung aus den 50er Jahren. War allerdings nicht so der große Wurf. Sie war beim Fahrpersonal nicht so sonderlich beliebt, hatte zu viele Macken und wurde eigentlich bis an ihr Betriebsende von einem Betriebswerk zum anderen weitergereicht. Aber die Drecksarbeit musste gemacht werden, also wurde sie geparkt. Und hier haben wir die erste 52er des heutigen Abends, die Senftenberger 528033, hat natürlich einen heimischen Kohlezug am Haken. Die Kohlezüge waren ja ein alltägliches Erscheinungsbild auf den Strecken. Jeden Tag wurden tausende Tonnen von Kohle im Land hin und her gefahren. Ja, das meiste verbrauchte natürlich die Deutsche Reichsbahn selbst für ihre Lokomotiven. Ein alltägliches Erscheinungsbild. Unendlich lange Kohlezüge. Wenn man an der Bahnschranke stand, hat man gelangweilt begonnen, die Wagen zu zählen. Aber wir wollen uns ja um Personenzüge kümmern. Also gut, fangen wir damit mal an. Zwischen Dresden und Leipzig fuhren täglich 4 Zugpaare immer hin und her. 2 aus Leipzig, 2 waren in Dresden beheimatet. Die Leipziger 65-1015 bringt hier einen Einheitspersonenzug. Gebildet aus Altenburger Mitteleinstiegswagen der Gattung C4EP, ein typisch sächsischer Personenzug, meine ich, der über Jahrzehnte das Bild prägte und bei den Fahrgästen sehr beliebt war. Hier aus Leipzig kommend, über Wurzen und Oschatz, fährt er hier auf Bahnsteig 2 ein, um in wenigen Momenten die Fahrt Richtung Dresden Hauptbahnhof über Priestewitz fortzusetzen. Ja, und der zweite Leipziger Zug ist ein Doppelstockzug. Hier gezogen von der 110-107, ebenfalls vom BW Leipzig West. Der Zug wird noch verstärkt durch vierachsige Rekowagen. Das Platzangebot dieser vierteiligen Doppelstockeinheit entspricht nicht dem berechneten Fahrgastaufkommen dieser Strecke. Tja, und da haben wir ihn, den allseits bekannten vierteiligen Doppelstockzug DB13. Ab 1952 in Görlitz gebaut und ich finde bis jetzt noch der gemütlichste Zug. Wenn man unten gesessen hat, war es doch angenehm. Auch hier wieder aus Leipzig kommend, fährt er traditionell in Bahnsteig 2 ein. Die 110-107 würde die Zugeinheit auch allein schaffen, aber aufgrund des gedrungenen Fahrplans und des erhöhten Fahrgastaufkommens fährt man gerne, wenn es die Loksituation erlaubt, mit Vorspann. Thank you.
Besonders auf der Strecke Dresden-Leipzig müssen an den Wochenenden die eingesetzten Zugverbände verstärkt werden, da es ab Freitagnachmittag neben dem enormen Berufsverkehr noch einen beträchtlichen Heimreiseverkehr gibt. Tja, und unsere DB13-Zugeinheit sieht dann auch anders aus. Sie wird dann in Doppeltraktion gefahren, um am Freitag und am Sonntag zum Rückreiseverkehr den Fahrgaststrom nicht zu einer Farce werden zu lassen. Und so wirkt aus dem gemütlichen Vorstadtzug doch ein stattlicher Zugverband. Nach der Rekonstruktion 1961 wurde das Platzangebot dieser vierteiligen Einheit auf 360 festgelegt. Bei einer Doppeltraktion sind das schon über 700 Reisende. Wenn man noch bedenkt, wie viel in den Gängen und im Türbereich rumstehen, dann hat der Zug schon eine beträchtliche Kapazität. Zuglok ist hier übrigens die 012204 vom BW Dresden Altstadt. Sie war ein Hätschelkind des Dresdner Zugpersonals. Jahrzehntelang hatte sie die schweren Schnellzüge zwischen Dresden und Berlin befördert und wurde gehegt und gepflegt. Nun, da die Lok in die Jahre kommt, wird sie nur noch sehr selten im schnellen D-Zugbetrieb eingesetzt. Aber für den hochrangigen, schweren Personenzugdienst wird sie noch gern aus dem Schuppen geholt. Tja, da hinten im Panorama noch einmal der Zug auf dem Weg ins Elbflorenz. Die Leipziger Seite setzt gern ihre zugstarken 65er ein. Sie wurden damals beschafft für den Schnellverkehr zwischen Leipzig und Halle. Diese Strecke ist aber zwischenlängst elektrifiziert. Es gibt auch Kuriositäten auf dieser Linie, die man als Außenstehender nicht richtig nachvollziehen kann. Wie dieser Nachmittagszug aus Leipzig, der nur einmal am Tag in Erscheinung tritt. Und wenn dann noch eine 78er als Zuglok eingesetzt wird, weiß man, dass dies auf keinen Fall die Planlok ist und wieder einmal improvisiert werden musste. Das BW Leipzig West verfügt eigentlich über einen großen Lokpark, aber wenn sich die Lokausfälle häufen, müssen die Leute von der Lokeinsatzplanung wieder einmal zaubern und man sieht Loks auf der Strecke, die man nicht alle Tage sieht. Dieser Leipziger Zug endet hier in Großweida und fährt in ungefähr einer Stunde wieder zurück nach Leipzig Hauptbahnhof. Die Lok ist für 90 km/h zugelassen und kann den Fahrplan gut einhalten. Und hier ein Personenzug von Dresdner Seite. Ein nagelneuer Doppelstockzug. 1972 in Dienst gestellt. Er ist der erste 26-Meter-Wagen,
der in Görlitz gebaut wurde. Eine etwas eigenwillige Raumaufteilung, finde ich. Ich kann es bis heute nicht glauben, dass die Platzverteilung optimal gewählt ist. Aber in der Tat, der Wagen weist 130 Sitzplätze aus. Zuglok ist hier die 119072 vom BW Dresden Altstadt. Am Lokeinsatz merkt man schon, dass die Dresdner der Zugstrecke Dresden-Leipzig eine hohe Priorität einräumen. Hier hat eine 41er den Zug am Haken, so wie er im Berufsverkehr eingesetzt wird. Er wird entsprechend verlängert, fährt dann sechsteilig. Gattungszeichen des Zuges ist BDME, wobei das Anhängsel ME für Mittelgang und elektrische Heizung steht. Diese Zuggattung hat noch die Wendezeiten erlebt. Wurde dann von der Deutschen Bahn noch kunterbunt lackiert. An normalen Wochentagen fährt dieser Zug auch im Wechsel mit einer weiteren 26 Meter Zugeinheit aus Halberstädter Mitteleinstiegswagen, ebenfalls in den 70er Jahren in Dienst gestellt. Sie sind bis 140 km/h zugelassen und deshalb oft im Schnellzugverkehr eingesetzt und stehen deshalb nur sporadisch für den Personenzugdienst zur Verfügung. Zuglok ist hier die Dresdner 35-1061. Der Bahnhof verfügt übrigens über eine Betriebskantine. Für einen Bahnhof mit BW sehr wichtig. Das Betriebspersonal will versorgt sein und wenn das ankommende Lokpersonal verschwitzt nach dem Bekohlen und der Ausschlackung über die Gleise gelaufen kommt, möchten sie sich nicht mit ihrer verdreckten Arbeitskleidung in die Metropa setzen. Dann brauchen sie ganz schnell einen heißen Kaffee und einen doppelten Knacker mit Kartoffelsalat. Und mit den Berufskollegen gleich mal die neuesten Erfahrungen von unterwegs auszuwerten, war auch sehr wichtig. Ebenfalls zu Ostzeiten war es wichtig. Heutzutage zieht man sich, wenn man Hunger hat, einen kalten Mini-Burger aus dem Automaten. Und das war's dann. Die 118-280 hat hier einen weiteren Dresdner Personenzug am Haken. Es ist wieder ein Doppelstockzug älterer Generation, der DGB 12 Gliederzug. 1957 in Dienst gestellt, war er eigentlich für den Fernverkehr konzipiert. Musste aber sehr schnell auf den stark aufkommenden Vorort- und Berufsverkehr übernehmen. Durch sein hohes Fassungsvermögen von über 600 Sitzplätzen wurde diese fünfteilige Zugeinheit immer mehr an Brennpunkten in Ballungsgebieten eingesetzt. Jedoch fuhr er auch auf der Schnellzugverbindung Aue-Berlin und Berlin-Putbus in Doppeltraktion. So, hier aber erstmal die Ausfahrt Richtung Leipzig Hauptbahnhof über Oschatz und Wurzen.
Nun ist es aber auch so, dass dieser Zug zu Stoßzeiten wieder Freitagnachmittag Abreiseverkehr zum Zentralverteilerbahnhof Leipzig der Zug in Doppeltraktion gefahren werden muss, also ein zehnteiliger Zug. Und hier bekommt man im Modellbahnbetrieb wie auch in der Realität mancherorts Probleme, den Zug in ganzer Länge auf dem Bahnsteig zu bekommen. Nun bedient man sich da eines einfachen Tricks. Man zieht bereits im Vorfeld das Ausfahrsignal frei, sodass die Zuglok bis zur letzten H-Tafel vorziehen kann, damit die letzte Ausstiegstür noch auf dem Bahnsteig ist. Doch da gehört auch schon einige Erfahrung des Lokpersonals dazu, dies so genau hinzubekommen. Und da steht dann nun der ganze Haushalt. Wer über genügend Modellbahner-Fantasie verfügt, weiß jetzt, was auf dem Bahnsteig so los ist. Hunderte Reisende, die möglichst in 2 bis 3 Minuten aus- und einsteigen wollen, minutenlang eine unübersichtliche Situation auf dem Bahnsteig. Doch die Reko 50er hat die Power, solche kleinen Verzögerungen auf der Strecke zu kompensieren. Weiter geht's. Ach, wir haben wieder einen Gegenzug. Ein stattlicher Industriegüterzug auf dem Weg nach Merseburg. Diese wuchtigen Güterzüge sind immer sehr beeindruckend. Sie führen Minerale, feste Brennstoffe, Schweröl, Leichtöl mit sich. Kein Befehlstellwerk möchte diese schweren Züge unterwegs aufhalten. Das gibt Ärger. Deshalb ruht auch so lange der Rangierbetrieb hier im Bahnhof. Die Züge legen oft lange Distanzen zurück. Sie kommen aus Schwedt oder Angermünde, fahren quer durchs Land bis in die sächsischen Industriestandorte. Zur Hauptbahn auf diesem Streckenabschnitt gehört auch die hier abzweigende Karl-Marx-Städter Schiene. Und hier haben wir eine typische Zuggarnitur, die jahrzehntelang das Bild auf dieser Strecke prägte. Die vierachsigen Reko-Wagen gehörten zum alltäglichen Erscheinungsbild, genau wie die BR-35 als Zuglok, für die das Streckenprofil ideal war. Hier kommt der Zug aus Karl-Marx-Stadt und läuft auf Bahnsteig 1 ein. Diese und auch alle weiteren Personenzüge enden hier im Bahnhof Großweida, was ein erhöhtes Maß an Rangierarbeit bedeutet. Die Züge müssen alle in die Abstellanlagen geschoben und für die Rückfahrt vorbereitet werden. Die Zugloks haben hier im Bahnhof mit dem Verschiebedienst nichts zu tun. Und die Nossener 35-11-13, die den Zug hier am Haken hatte, begibt sich sofort ins BW.
nachdem die Züge vom Begleitpersonal freigegeben sind, werden sie vom Rangierdienst übernommen. Die Bahnsteige müssen unverzüglich freigeschoben werden. Bei 3 verfügbaren Bahnsteigen kann man es sich nicht leisten, die Züge ewig am Bahnsteig rumstehen zu lassen. Ja, und auf dem Bahnsteig 3 steht schon der Gegenzug in Richtung Kormorkstadt bereit. Zuglok ist übrigens die Glauchauer Reku 58 3021, die heute im Lokumlauf diese Personenzugleistung hat. Und wir sehen eine weitere Doppelstockzuggattung, die in den 70er Jahren entwickelt wurde, die der Version aus dem Jahre 1957 sehr ähnlich sieht, ist aber eine völlige Neukonstruktion. Man sieht es vor allen Dingen an der oberen einteiligen Fensterreihe. Tja, die Abfahrt verzögert sich, der Zug hat eine Überholung. Ein Durchgangsgüterzug aus Dresden-Friedrichstadt, übrigens gezogen von einer Altbau 58. Tja, dieser Zug hat eben vor. Ja, und nachdem der Block Bornitz wieder freigeschalten ist, wird sicher auch die Ausfahrt für den Zug freigegeben und die 58er kann dem Güterzug bis Döbeln hinterherzuckeln. Man sieht schön das Zusammenspiel des hinteren Gestänges für das Trillingstriebwerk dieser Lok. Auf der Hauptbahn Richtung Dresden zweigt bei Zeithain die Cottbusser Schiene ab, über Alsterwerda, Senftenberg. Und hier fällt auch stetiger Zugverkehr an, nicht so hoch dotiert. Aber es gibt auch eine direkte Personenzugverbindung von Cottbus bis hierher. Interessant ist hier die alte 38er als Zuglok. Die Cottbusser schickten bis Anfang der 70er Jahre ihre 38, 32, 76 bis hierher ins Sächsische. Auch hier kommt der vierteilige Doppelstockzug zum Einsatz. Hier der Zug schon auf der Rückfahrt. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Rückfahrt mit der gleichen Lok bespannt wird, aber hier sieht es der Lokumlaufplan so vor. Die 38er läuft noch immer zuverlässig, wenn man bedenkt, dass diese Lok schon den Ersten Weltkrieg miterlebt hat. Auch aus Elsterwerda wird diese vierteilige Zuggattung eingesetzt. Hier gezogen von der Falkenberger 110-018. Wobei auf dieser Strecke zumeist die 52er zu Hause sind. Hier mit einem typischen Zug, gebildet aus Dreiachs-Reko-Wagen. Noch im Erscheinungsbild der Epoche 3. Der Umstellungsprozess erstreckte sich über Jahre. Die Falkenberger 110-018 bei der Ausfahrt in Richtung Elsterwerda-Biela über Gröditz. Die Züge waren mal dicht besetzt, wenn im Gröditzer Stahlwerk Schichtschluss war. Manchmal fuhren nur ein paar Hansel mit. Ein Durchgangsgüterzug aus Delitzsch, den wir hier mal durchlassen müssen.
Er wird gezogen von einer Kohlestaub 44er. Sie waren in den 60er Jahren mal ein wichtiger Ersatz für fehlende Steinkohle. In den 70er Jahren war der Einsatz schon stark rückläufig. Der Einsatz war nicht besonders effektiv und die Lokomotiven wurden auf die Braunkohlenreviere wie Senftenberg und Delitzsch-Halle konzentriert. Hier bringt die Hallische Lok den Durchgangszug nach Dresden-Friedrichstadt. Die Züge werden dort aufgelöst und neu zusammengestellt. Bis zum Eintreffen des Senftenberger Zuges haben wir einen Moment Zeit. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell durch den Ort, damit man weiß, wo wir hier eigentlich sind. Also eine mittelsächsische Industriestadt, Verkehrsknotenpunkt. Gleich vom Bahnhof fahren die über Landbusse über die Dörfer. Von einfacher, schnörkelloser Stadtarchitektur, aber durch dieses etwas vergessene Straßenflair hat der Ort auch etwas Charme. Freitags ist hier Wochenmarkt. In der Regel werden hier Agrarprodukte, Obst und Gemüse verkauft. Auch die Kleingärtner stellen sich hier hin und verkaufen ihr selbst geerntetes Gemüse. Aber dadurch haben die Leute auch mal die Möglichkeit, eine erntefrische grüne Gurke zu bekommen. Sogar Imbiss ist da, heiße Bockwurst mit Kaviarbrot und ab 11 Uhr Bier vom Fass. Naja, sagt nichts. Das ist auch Alltagskultur. Ansonsten gibt es hier landwirtschaftliche Produkte aus dem umliegenden LPGen und die lang erwarteten Frühkartoffeln werden schon mal per Dezimalwaage verkauft. Die Stadt verfügt über 5 gutgehende Gaststätten, vom Ratskeller bis zur Straßenkneipe. In der gemütlichen Ecke ist gerade Warenanlieferung. Und sie hat auch einen Biergarten. Klein, aber unter dem lauschigen Baum würde ich auch gern mal sitzen. Unmittelbar daneben verläuft die abzweigende Nebenbahn Richtung Altweida und Steinberg Ost. Ja, ein ganz normaler, althergebrachter Ort eben. Manchmal auch etwas verwinkelt. Ansonsten hat der Ort alles, was man so braucht. Fleischer, Bäcker, Schuster und ein Postamt. Typisch für Sachsen ist, dass abgehende Nebenbahnen noch ziemlich direkt durch die Stadt gezogen werden. Und auch hier zieht sich die abzweigende Nebenbahn quer durch die Häuser der Südvorstadt. Ja, und wenn man sich hier die Steigung mal anschaut, dann spürt man förmlich, wie die harten Abdampfschläge durch die Esse bellwern. Also, wenn hier der erste Frühzug durch ist, dann können die Leute auch Frühstück machen. Das war's dann. Ja, jetzt sind wir schon oberhalb der Stadt, da wo sich alles ein bisschen verliert. Tja, alles in allem ein lebendiger Ort, in dem alles eingespielt ist, mit dem alltäglichen Treiben und Geschäftigkeit. Durch die angesiedelte Industrie in den Elbniederungen gibt es hier einen regen Vorortverkehr. Mehrere Stadtlinien verbinden hier die Vororte und die Industriebetriebe mit der Innenstadt. Tja, damit sind wir eigentlich wieder am Bahnhof angelangt. Auch ein ganz normaler Bahnhof mit den typischen Vorgängen, die hier so stattfinden, mit Zugabfolgen, Hauptbahn, abgehende Nebenbahn. Güterzugverkehr hat immer mehr Durchgangsbahncharakter. Mit allen Betriebswerken, die für einen Bahnbetrieb notwendig sind. Aber genug geplaudert. Wir müssen uns jetzt wieder um den Zugverkehr kümmern. Ja, und hier die Direktverbindung aus Senftenberg. Natürlich mit einer 52er
und einem typischen Senftenberger Personenzug, gebildet aus D21er Abteilwagen. Wenn dieser Zug in den Bahnsteig einlief, schaute kein Reisender verdutzt auf den Zug. Er war eben noch ein typischer alter Zug, wie man ihn schon seit Kindertagen kannte. Diese damals zahlreichen D21-Abteilwagen wurden zum Schluss vor allem in Zittau, Löbau, Görlitz, Senftenberg und auch in Falkenberg zusammengezogen, wo sie bis zu ihrem Betriebsende in den 70er Jahren zum Einsatz kamen. So, die 52er begibt sich zügig ins BW, denn diesem Zug folgt auf dem Fuße der Falkenberger Personenzug, gezogen von einer Altbau 52er. Die Zugreihung besteht ebenfalls aus Abteilwagen, hier sogar aus den Uraltwagen preußischer Bauart, die bereits 1915, also vor dem Ersten Weltkrieg, in Betrieb gestellt wurden. In den 70er Jahren wurde die Strecke strategisch zur Hauptstrecke erklärt, aber für die Unterhaltung dieser Strecke fehlten dann doch die Mittel. Und so mussten die Einsatzstellen mit dem zurechtkommen, was sie hatten. Hier übrigens eine fünffach gekuppelte 94er für den Nebenbahndienst. Noch immer unentbehrlich. So, Hochbetrieb bei den Rangierabteilungen jetzt. Die Gleise müssen freigezogen werden. Die Stellwerker brauchen dringend die freien Bahnsteige. Ja, derzeit herrscht hier eine hohe Präsenz von 52ern hier im BW, obwohl sie ja in Sachsen gar nicht vertreten sind. Aber hier steht die Senftenberger Reko 52, daneben die Falkenberger Altbaulok und es soll noch mindestens eine dazukommen. Ja, der Senftenberger Zug wird ja hin und her geschoben. Abgangsbahnsteig ist hier Gleis 1 für diesen Zug. Und Eile ist auch geboten, denn auf Bahnsteig 3 hat bereits Einfahrt der Schnellzug aus Berlin-Ostbahnhof in Richtung Karl-Marx-Stadt. Ein Berliner Zug. Er besteht aus Seitengangwagen vom Typ B, dem Vorläufer der Y-Wagen, gezogen von einer 132, standesgemäß, naja, typisch Berlin, nur das Beste. Die Verweilzeiten sind kurz bemessen für diese Züge. Der Fahrplan weist hier 3 Minuten aus und dann geht's schon wieder ab. Die nächsten Stationen sind Döbeln, Waldheim, Mittweida nach Karl-Marx-Stadt. Der Vollständigkeit halber noch einmal der Falkenberger Zug. Gezogen hier von der ebenfalls Falkenberger 38-5860. Er hat auf dem Rückweg eine weitere Kursverbindung nach Lutherstadt-Wittenberg und wird deshalb verstärkt gefahren. Und hier kommen Wagentypen zum Einsatz, die es eigentlich schon längst nicht mehr gibt. Preußische Doppelachser. Hier zeigen die Falkenberger mal, was sie noch so alles im Schuppen haben. Aber auch sie wurden noch technisch angepasst.
mit moderner Druckluftbremse und einer Lichtmaschine. Die Zeiten von Gaslichtlampen waren in den 70er Jahren vorbei. Ja, und hier steht sie schon auf der Scheibe. Die Lok ist übrigens ausgestattet mit einem Gieselflachinjektor, gut an der Quetschesse zu erkennen. Sie wird nicht etwa in den Schuppen geschoben, sie ist eine Fremdlok und hat ja nichts zu suchen. Sie wird gedreht und für die Rückreise vorbereitet. Dafür geht es jetzt zur Entschlackung auf das Schlackegleis. Und dort steht eine weitere Senftenberger Lok, eine kohlenstaubgefeuerte 52er. Sie hat einen Schotterzug von Straßgräbchen Wernsdorf nach Schkeuditz gebracht. Allerdings war hier Lokwechsel. Weiter trauen sich die Senftenberger Kohlenstaubloks nicht raus. Hier ist die letzte Gelegenheit, Kohlestaub zu bunkern. Und bis Senftenberg sind es auch noch mal 64 Kilometer. Der schwere Zug war günstig für die Kohlenstaubmaschine. Der Feuerraum wird sehr heiß und es entsteht eine optimale, vollständige Verbrennung. Personenzüge sind dagegen Gift für die Maschinen. Durch das ständige Herunterfahren der Kohlezufuhr sinkt die Brennkammertemperatur, das Feuer wird instabil und es kommt zu Verschlackungen. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Und der Buchplan weist für den Rückweg eine Personenzugleistung aus. So wird die Lok um 15.30 Uhr völlig verschlackt und voller unverbrannter Zwischenasche in Senftenberg ankommen. So, das Ausfahrsignal ist freigezogen und ab geht die Post, ohne zu murren. Tja, das waren im Wesentlichen die Personenzüge der Hauptbahn auf diesem Streckenabschnitt. Ich hoffe, das war ein wenig amüsant und hat dich ein bisschen in das Flair der 70er Jahre zurückversetzt. Nebenbahnen, Schnellzüge, Güterzüge sind wieder ein Kapitel für sich, aber ich muss erstmal die Anlage weiterbauen. Also bis dahin, tschüss.